Boah, jetzt ist ja alles glatt gelaufen bis hierhin, ey. Hast du das Zeug? Dann gib mir mal die Pistole rüber, Alter. Warte mal. Gib mal her, Alter. Komm schon. Ja, mir fällt ich schmeiß ein, mal die Pistole. Schnell, steig rüber, ein, da hinten. Da hinten kommen schon die Bullen, Alter. Während eines Gefangenentransportes aus der Polizei braucht die Bevölkerung. Die beiden sind vermutlich bewaffnet. CNN News. Germany. Big escape from state prison news. Ich mach die Tür auf und steig ein. Es läuft wie geschmiert, besser kann es gar nicht sein. Drück die Stiefel aufs Gas und die Reifen drehen durch. Ist mir scheißegal, ich bleib voll relaxed und ruhig. Oh verdammt, hier sitzen die Bullen schon im Nacken. Jetzt muss ich doch langsam mal die Pumpgun auspacken. Obwohl besser geeignet wären da wohl die Granaten. Siehst du, so schnell macht man einen Straßengraben. Also fahr ich weiter mit knapp an die 300. Der Porsche-Fahrer hinter mir hat sich da echt gewundert. Oh Mann, was seh ich da schon wieder eine Streife. Ist ja völlig klar, dass ich zur nächsten Waffe greife. Ich fahr ihn also aus, den Raketenwerfer. Die Zieleinrichtung stellt sich automatisch schärfer. Jetzt nur noch den roten Knopf und ich hör sie starten. Mir geht es nicht in den Kopf, wie das bei diesen Fahrten überhaupt funktioniert, doch sie trifft zentriert. Ich fand es als Kind schon geil, wenn was explodiert. Du willst jetzt wissen, wie der Scheiß weitergeht, ob der Hauptdarsteller wirklich überlebt, was alles auf ihn zukommt und was er noch verliert. So eine klasse Fantasy-Geschichte, ich hatte mit dir. Du willst jetzt wissen, wie der Scheiß weitergeht, ob der Hauptdarsteller wirklich überlebt, was alles auf ihn zukommt und was er noch verliert. So eine klasse Fantasy-Geschichte, ich hatte mit dir. Ihr denkt jetzt bestimmt, ich könnte den ersten Teil nie toppen. Doch im Gegenteil zu diesem war das ein Gummi ohne Noppen. Die weiß-grünen Trümmer sind an mir vorbeigeflogen. Vor der Straßensperre halte ich nicht die Hände oben. Nein, ich zieh am Seilzug für das Katapult. Ich muss meinem Opa danken, ich steh tief in seiner Schuld. Denn was würde ich tun ohne die 40 Pfünde? Ich sprech von reinem TNT mit Aufschlagzünder. Also bremse ich kurz ab, das Los und das Watz. Sieh da, die Technik war noch intakt. Wie kriegt sowas Kleines wie Power kompakt? Ist auch egal, denn ich brauch jetzt die Flak für den Hubschrauber. Über mir kreist, jeder Fernsehzuschauer braucht den realen Beweis. Doch jetzt kriegt ihr dafür die Quittung. Denn nach ein paar Salben stoppt die Bildübermittlung. Du willst jetzt wissen, wie der Scheiß weitergeht. Ob der Hauptdarsteller wirklich überlebt, was alles auf ihn zukommt und was er noch verliert. Siebte Klasse, Fantasiegeschichte, ich hatte nur vier. Du willst jetzt wissen, wie der Scheiß weitergeht. Ob der Hauptdarsteller wirklich überlebt, was alles auf ihn zukommt und was er noch verliert. Siebte Klasse, Fantasiegeschichte, ich hatte nur vier. Endlich ungestört, ich halt am nächsten Tag wachs an. Im Polizeifunk weiß man nicht, wie soll man weiter verfahren. Ich pack alle meine Sachen in den Seesack und steig aus. Begeb mich zum Geheimgang in den Büschen beim Scheißhaus. Bei meinem Auto schon die GSG 9. Der Selbstzerstörungsmechanismus wird sich auch nicht gerade freuen. Jetzt aber schnell durch die Luke in den Tunnel. Da wartet schon mein allerbester Kumpel. Er nimmt die Beute in Empfang und schreit halt. Kannst gleich nochmal losgehen, die Pommes sind schon kalt.